Hallo und herzlich willkommen hier auf Barfußlaufen TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Thorsten Ludwig. Ich bin der Gründer und Inhaber von Soulrunner Barfußschuhen und ich freue mich, euch heute einen Schuh vorstellen zu dürfen, den wir komplett neu im Programm haben, nämlich den Eris. Ein neuer Kinderschuh, den haben wir in Schwarz und wir haben ihn in Braun. Ich habe jetzt den Braunen hier, weil Schwarz kann man sich ja vorstellen. Und wir werden in nächster Zeit noch einiges an neuen Modellen bekommen. Es kommen neue Herrenmodelle, es kommen neue Damenmodelle. Wenn ich von heute spreche, je nachdem, wann ihr das Video schaut, wir haben jetzt Mai 2021. Also solltet ihr das Video erst später sehen, dann schaut mal, ob die Modelle nicht einfach auch schon verfügbar sind. Neu übrigens bei uns im Shop ist es, wenn eine Größe nicht mehr verfügbar ist oder wenn ein Modell noch nicht verfügbar ist, dann gibt es am Artikel die Möglichkeit, seine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Und wenn ihr die E-Mail-Adresse hinterlasst, dann werdet ihr automatisch von unserem System informiert, wenn der Schuh wieder eingebucht ist. Das heißt, sobald er eingebucht ist, geht diese E-Mail dann an euch raus. Ihr müsst die E-Mail noch bestätigen, also dass wir euch dann informieren dürfen und dann kann es im Grunde auch schon losgehen. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal und klickt auf die kleine Glocke. Dann sendet euch nämlich YouTube eine Information, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und es gab ja in letzter Zeit einige Barfußlaufen TV Talk Videos. Jetzt also mal wieder ein Video mit der Vorstellung eines Produktes. So, da ist das gute Stück, nennt sich Eris. Das gibt es, wie gesagt, in Schwarz und in Braun. Wir haben im Grunde den Leisten nicht verändert. Also wenn ihr den Puck gewohnt seid, es ist genau exakt der gleiche Leisten wie der Puck. Und der Puck ist ja nun eins unserer wirklichen Erfolgsmodelle für Kinder. Auch dieser Schuh, unheimlich weich, unheimlich bequem. Und wenn ihr seht, was ich hier mit diesem Schuh alles gerade anstelle, vor allen Dingen diese Bewegung hier mache, kommt man schon fast ins Schwitzen. Und dann seht ihr, hier ist nichts. Da ist keine Gehfalte und gar nichts. Wir behandeln die Leder auf eine bestimmte Art und Weise, so dass sie diese tollen Eigenschaften aufwarten. Ein Verschluss, den Kinder lieben, Eltern auch häufig, denke ich, nämlich ein Klettverschluss. Der Schuh hat das gleiche Innenfutter wie das Modell Puck. Es liegt einfach daran, dass wir versuchen, diese Stoffe, die wir in Ballen kaufen müssen, in so viel wie möglich Schuhen zu verarbeiten, sodass wir dann überhaupt auch beliefert werden. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel nur in ein oder zwei Modellen das Innenfutter reinpacken, da wird so wenig von benötigt und die Ballen sind viele, viele hundert Quadratmeter insgesamt. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir die Materialien möglichst häufig einsetzen. Also, er hat einen Klettverschluss. Was ich auch eben zu beachten geben möchte, obwohl es selbstverständlich ist, diese Ringe, die wir hier eingearbeitet haben, hier, damit der Klettverschluss eben auch da durchgeführt werden kann, sind so groß, dass man sie sicherlich auch mit Kinderhänden da wieder durchbekommt, sollte man den Klettverschluss hier mal aus diesen D-Ringen einfach rausgezogen haben. Passiert schnell, aber das ist eine Sache, Kinder kriegen das auch ganz schnell wieder zusammen. Übt das ruhig mal mit den Kindern zu Hause und ihr werdet sehen, das ist überhaupt kein Problem. Eine Besonderheit möchte ich hier gleich zeigen. Und zwar ist das die neue 6 mm Sohle, die wir unter allen Kinderschuhen drunter haben. Also wir haben auch den Puck verändert, nennt sich Puck 2. Der einzige Unterschied ist eben, wie gesagt, diese Sohle. Ja, was ich schon gesagt habe, der Schuh hat die gleiche Breite. Wir haben alle Kinderschuhe in der gleichen Weite, nämlich in weit. Kommt sehr, sehr gut an bei euch Eltern. Und dieser Schuh ist auch ein ganz klein bisschen höher als ein Halbschuh und ist hier hinten zusätzlich natürlich schön weich gefüttert, so dass da also auch nichts drücken kann. Ja, und dann kommen wir zu unserem Wasserabweisungstest. Dazu spritze ich wieder ein paar Tropfen hier auf. Schaut mal, wie wunderbar dieser Tropfen stehen bleibt. Das heißt, es saugt nichts. Jetzt läuft er runter und
Ihr seht jetzt auch hier keinen Tropfenrückstand. Das bedeutet nicht, dass unsere Schuhe wasserdicht sind. Bitte das nicht mit einer Wasserdichtigkeit verwechseln. Unsere Schuhe sind wasserabweisend. Und natürlich hat Leder schon von Haus aus eine gewisse Beständigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Wasser. Trotzdem sollte man die Schuhe natürlich immer imprägnieren. Den kann man zusätzlich auch noch cremen. Man kann ihn einwachsen, man kann ihn mit einem Wachsspray behandeln, man kann ihn mit einem herkömmlichen Imprägnierspray behandeln. Übrigens nicht nur für den Winter, auch im Sommer, weil Imprägnierspray imprägniert nicht nur gegen Feuchtigkeit, sondern auch gegen Staub und so Umwelteinflüsse und so weiter. Also von daher ist das ein Schuh zu imprägnieren, ein Schuh einzusprühen ist im Winter wie im Sommer gut. Ja, vergessen hatte ich noch zu sagen, dass dieser Schuh mit einer Einlegsohle geliefert wird. Die ist herausnehmbar. Hier ist sie gerade nicht drin, weil sie eben herausnehmbar ist. Also in jedem der sportlichen Schuhe legen wir ja kostenlos eine Einlegsohle mit bei. Die Einlegsohle, auch darüber habe ich schon ein Video gemacht. Schaut euch das gerne mal an. Ich werde es hier oben nochmal verlinken. Wenn euch diese Information gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und ich wünsche einen schönen Tag noch. Bleibt gesund und viele Grüße an die Kinder.